Dankeschön, Herr Ungerdio. Ich komme erst mal zu dem zurück. Vor ungefähr 2 Monaten, Weihnachten, ich radel aus meinem Büro nach Hause. Meine Frau rechts neben mir, trockene Fahrbahn, 23 Uhr. Und ich radel so den Berg runter und ich ahne schon, die kommt vom Weg ab. Ich ahne schon, das wird nicht gut ausgehen. Der Laternenpfahl ist da. Und meine Frau und der Laternenpfahl haben sich geküsst. Und ich konnte gar nicht so schnell umschauen, wie die sich überschlagen hat und mit dem Rücken aufgekommen ist und ohnmächtig da lag. Können Sie sich vorstellen, wie es mir ging? Beschissen. Ich habe gesehen, die ist ohnmächtig, die liegt da. Keine Reaktion mehr. Wenn Sie so mit 30 Stundenkilometer gegen den Laternenpfahl fahren, da kann einiges kaputt gehen, oder? Das Tolle war, dass ich die richtige Nummer anrufen konnte und Kollegen von Ihnen kamen, Rettungsdienst kam. Und das war, um die Fachfremdheit zu unterstreichen, mein erster Kontakt in meinem Leben im Rettungsdienst. Und der war super. Also, dass meine Frau da lag, war jetzt nicht super. Aber dass die, wie die da waren, wie schnell und vor allen Dingen, ich war sowas von beeindruckt, weil auch jetzt, was ich hier so höre, ja, wahnsinnig schwierig, Fachkräftemangel und wie man das so managt, alles. Die kamen tiefenentspannt. Ein Team von 2 Männern. Der eine hat sich schon ein bisschen um meine Frau gekümmert, so fokussiert, geschaut, ein paar Übungen gemacht. Der andere hat die Unfallstelle angeschaut, Rahmenbedingungen mit mir gesprochen. Und wissen Sie, was ich so großartig fand? Tiefenentspannt, zielorientiert, sachlich, total klar, aber humorvoll. Menschlich, zugänglich, nett. Das war so eine Mischung, wo ich dachte, das ist immer richtig cool, wie die drauf sind. Gefällt mir. Und da habe ich angefangen, mich zu freuen auf den heutigen Tag. Ich dachte, wow, da sitzen lauter Führungskräfte, die solche Menschen führen. Super. Wer von Ihnen ist denn Führungskraft? Mal Hand hoch. Wer bezeichnet sich als Führungskraft? Okay, die anderen, als was bezeichnen die sich? Die jetzt gerade nicht, was sind Sie dann? Weiß man nicht. Die müssen wir überlegen. Also, die Führungskräfte, die sich als Führungskraft wahrnehmen, ich freue mich, dass Sie sich heute besonders unter diesem externen Fokus mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich denn führen, wie kann ich gesund führen und was hat es vielleicht mit dem Thema Stress zu tun? Mit mir selber, mit anderen, wie ich die führe. Ich bin Mike Stäbler von der HPO Research Group und das Research steht dafür, dass wir seit 15, 20 Jahren uns mit der Forschung zum Thema Leadership beschäftigen und das HPO steht für High Performance Organization. Also welche Hinweise gibt es in der Forschung, die nachweislich Hochleistung auf Dauer ermöglichen? Gesunde Hochleistung, Leistung mit Leichtigkeit, die Freude macht. Da gibt es Hinweise, da gibt es durchaus gute Hinweise und das mag ich Ihnen heute Abend anbieten, die Forschung dazu aus dem Thema Leadership, Positive Leadership und zum Thema Stress. Ist denn, als Sie den Titel vielleicht gelesen haben von der Veranstaltung, spontan, ist denn das überhaupt möglich, gesund führen ohne Stress? Wenn Sie sagen, ja klar, stehen Sie mal auf bitte. Gesund führen ohne Stress, ist das möglich? Niemand? Wie ist es da damit? Gesund führen ohne Stress ist nicht möglich. Mal aufstehen, wer sieht das so? Ja, stehen Sie mal auf. Wenn Sie gesund führen ohne Stress ist nicht möglich. 3. Ah, da hinten noch. Ja, genau. Da hinten da kommen noch mal ein paar, okay. Sie, die es als erstes gewagt haben, sich zu bewegen. Danke. Was ist Ihr Gedanke dazu? Gesund führen ohne Stress ist nicht möglich. An sich selber so ausbeutend haben wir vorher gehabt. Okay. Was sind sonst noch für Gedanken? Gesund führen ohne Stress. Möglich, nicht möglich? Sie sind ja auch gerade aufgestanden. Wie sehen Sie das? Ich finde ja interessant, die meisten sind gar nicht aufgestanden, was durch deren Köpfe geht. Aber nun denn. Also wer von Ihnen führt gesund?
Machen wir mal so rum. Wer von Ihnen sagt, ich führe gesund? Auch jetzt nochmal aufstehen. Oh, ja, ja, eins, zwei, ein paar Abwehr, ja, so ein halber. Okay, darf ich mal Sie fragen? Danke, bitte setzen. Was genau tun Sie, wenn Sie sagen, ja doch, ich führe gesund? Was tun Sie? Wollen Sie vielleicht ins Mikro sprechen? Ja, danke. Telefonjoker. Moin, Sabine Schuld, Berufsfeuerwehr Flensburg. Also ich fange mal bei mir selber an. Im Sinne von positivem Egoismus achte ich auf meine eigene Resilienz, dass ich tatsächlich immer erstmal selber die Stärke habe, um für die Mitarbeitenden im Sinne eines guten Vorbildes voranzugehen, aber tatsächlich auch auf Rahmenbedingungen zu achten, die eingehalten werden müssen, damit die Mitarbeitenden gesund bleiben können. Also adäquate, also das Einhalten aller arbeitsrechtlichen, arbeitszeitlichen Bedingungen, dass das die Basics sind, die wir brauchen. Das Abholen von Interessen, die wir darüber hinaus hineintun können, leider Gottes immer deutlich limitiert durch die Möglichkeiten des Tarifvertrages. Da sind uns im öffentlichen Dienst ja doch relativ engmaschige Kanten so gesetzt. Aber tatsächlich bei auftretenden Problemen das genaue Hinschauen, eben nicht oberflächlich mal ganz kurz lösen und sagen, bleib zwei Wochen zu Hause, dann ist alles gut, sondern nach Ursachen von Problemen gucken, Hilfestellung anbieten, mit Arbeitsunfähigkeitszeiten adäquat umzugehen, ohne Druck, sondern eher mit Verständnis. Druck da, wo es sein muss, weil vielleicht arbeitsrechtliche Verfehlungen da sind. Tatsächlich bla bla bla. Also ich höre ganz viel, zuerst mal mit mir selber anfangen, dann höre ich Rahmenbedingungen schaffen, wo ich was schaffen kann, dorthin gucken und mich nicht verzweifeln an dem, wo ich eh nichts ändern kann, sondern dort, wo habe ich einen Hebel und dann den Menschen einen Rahmen schaffen, wo die auch gut und gern arbeiten können. Ja. Und auch, was bei uns wichtig ist, alle da abholen, wo sie stehen, insbesondere was so Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung anbelangt, dass die Leute nicht stagnieren, wenn sie einfach Lust auf mehr haben. Da, wo es vielleicht gar nicht der Körper ist, sondern die Psyche, die wir sonst verlieren würden, darauf einzugehen und zu gucken, kann ich den Leuten ein Angebot machen, ein Lernangebot auch weiterzugehen, um das, diesen Kopf zu behalten. So, ja, das verstehe ich alles unter gesunder Führung. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Für alle, die jetzt gerade nicht aufgestanden sind auf die Frage, führen Sie gesund? Klasse, dass Sie da sind. Es könnte Hinweise geben. Führung im Deutschen ist, finde ich, nicht ganz so fein in der Differenzierung, wie wenn ich es auf Englisch übertrage. Im Deutschen haben wir diese Management-Aufgabe und die Leadership-Aufgabe alles differenziert und im Deutschen einfach Führung dazu gesagt. Ich finde es deshalb wirklich interessant, um sich mal zu schauen und sich selber zu reflektieren, wenn ich an meine Führung denke, was mache ich hauptsächlich? Mache ich hauptsächlich Management? Ich versuche, Probleme zu lösen im Hier und Jetzt, dass es zack läuft, dass es effektiv ist, zacki, zacki. Problemlösung von mir, ja, ich kenne mich aus, lass mich nur machen, dass es im Jetzt funktioniert. Management, vielleicht Zahlen, Daten, Fakten, Managementsysteme. Was ist Leadership? Leadership ist die Aufgabe von Leadership, ist eine Kultur zu schaffen. Und so wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es auch eher Rahmenbedingungen zu gestalten, Kultur zu schaffen, in der einzelne Menschen zum großen Ganzen beitragen möchten. Ja, die haben so ein inneres, ja, da habe ich Lust zu, da mag ich beitragen. Und Leadership ist genau das, dass sie diesen Beitrag der Menschen wahrnehmen. Sie sprechen mit denen, sie haben Kontakt, die Führung ist Begegnung. Kommunizieren das und sagen, ja genau, gut, dass du den Beitrag leisten magst. Und wir haben jemand anders, der einen anderen Beitrag leisten mag. Sehr gut. Und dann mit Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Da reden wir von Leadership. Das ist was völlig anderes als Management. Nachvollziehbar? Gefühlt? Wer von Ihnen ist vielleicht gezwungen durch den täglichen Anforderungen eher im Managen unterwegs? Mal Hand hoch. Einer? Danke. Zwei sind es. Wer ist eher im Leadership unterwegs? Menschen, Begegnung? Einer. Ach, es ist wirklich interessant, was die anderen so machen. Spannend. Mischung, ja genau, eine Mischung. Ja, es braucht beides, damit ich hier richtig rüberkomme. Es braucht beides, gar keine Frage. Nur persönlichkeitsbedingt
kann es gut sein, dass Sie sagen, ich fühle mich wohler im Management. Da habe ich vielleicht auch mehr Erfahrung. Das hat ganz gut funktioniert so. Da habe ich erstmal Probleme lösen können. Und das mit den Menschen bei der Führung, wenn es sich vermeiden lässt, lassen wir das lieber. Ja, das könnte sein, persönlichkeitsbedingt. Deshalb frage ich Sie wirklich, wie sehr sind Sie im Leadership unterwegs? Oder verstecken sich in Zahlen hinter Managementaufgaben und Notwendigkeiten? Ich sage das deshalb so deutlich, weil wenn wir das so gegeneinander abwägen, Leadership ist die Menschen wachsen lassen, die Menschen größer machen, für die Menschen attraktiver Arbeitgeber zu werden. Und rechts haben wir dieses, ja gut, da sind ein paar Zahlen und da müssen wir vielleicht ein bisschen mit der Software irgendwas machen. Das ist beschränkt attraktiv für Menschen. Und der John Kotter, einer von den Management-Gurus, der hat es so schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir in Firmen reingehen, dann kann ich sehen, most companies are overmanaged and underled. Ich habe so ein bisschen den Eindruck vom Vorredner, wenn er so in Deutschland süffisant beobachtet, was hier so abgeht, aus Lösungen Probleme machen, dass wir super geile Management sind. Aber in dem Leadership nach vorne gucken, was wir da für Lösungen haben, ach, irgendwie, das, da kommen wir nicht so richtig dazu. Kann das sein? Wird es in Ihrem, ich bin ja fachfremd, würde es in Ihrer Realität auch zutreffen, overmanaged and underled? Könnte was drin sein? Und das finde ich wiederum den Bezug zu gesund führen sehr hilfreich, sich klarzumachen, Leadership in dem modernen Sinn, wie es wir mittlerweile verstehen in der Wirtschaft, Leadership ist nichts anderes als gesund führen. Und wenn wir da drauf gucken, dann ist es Menschen unterstützen, haben Sie erzählt. Menschen befähigen, haben Sie erzählt. Damit Sie den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, es geht nicht nur ums Jetzt, sondern wo geht denn der Laden hin, wo sind die Nöte, welche Nöte müsst ihr bewältigen. Ich unterstütze euch, dass ihr die Herausforderungen eurer Arbeit nachhaltig hinkriegt und dem gewachsen seid. Wachsen hatten Sie auch benannt. Ja. Das ist im der Kern schon, die Essenz von gesund führen, da steckt schon wahnsinnig viel drin. Ich befürchte aber, wenn ich das so heute richtig mitkriege, dass Sie da im Alltag gar nicht dazukommen. Kann das sein? Also es könnte passieren, nach dem, was ich Ihnen heute erzähle, dass Sie ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie gar nicht dazukommen und sagen, ja, eigentlich wäre das gar nicht so doof, wenn ich das machen würde. Und sie werden keine Rocket Science hier hören. Sie werden ganz viel hören und sagen, ja, stimmt eigentlich. Ist ja eigentlich klar. Es ist nur ihre Entscheidung. Und da möchte ich Sie herzlich einladen, darüber zu reflektieren, welche Entscheidung treffen Sie. Selbst wenn Sie keine treffen, treffen Sie eine Entscheidung. Nämlich, dass nichts passiert. Das ist der Ablauf für heute. Wir haben erstmal das Thema Gesundheit und Führen, warum ist es überhaupt ein Thema? Dann komme ich aus der Empirie. Positive Leadership gibt sehr, sehr viele oder eine gute Datenlage, wo kleine Impulse eine große Wirkung erzeugen. Dann lade ich Sie ein, überhaupt mal auf das Thema Stress zu schauen und ehrlich mit sich umzugehen und auch in Austausch zu gehen. Welches Bild von Stress tragen Sie denn mit sich rum? Und welche Wirkung hat dieses Bild, das Sie mit sich rumtragen? Um dann zu gucken, ja, wie bringe ich denn die beiden Sachen hier zusammen? Welche Anregungen gibt es, konkrete Tipps für gesundes Führen und Stress? Und letztlich dann der Mehrwert Ihrer Führung. Zu mir braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Ich bin jetzt hier vorne und fertig. Das reicht erst mal. Gesundheit und Führen. Fängt vielleicht damit an, dass wir mal definieren. Und ich weiß, es gibt so viele Definitionen, die berühmte von der WHO, was ist Gesundheit? Und dann gibt es noch zig andere. Für unser Arbeiten hier möchte ich Ihnen die vorschlagen. Die ist von einem Medizinsoziologen und mit der kann ich echt arbeiten. Gesundheit ist die optimale Leistungsfähigkeit, also wir sprechen schon von optimal, nicht perfekt, die optimale Leistungsfähigkeit für die wirksame Erfüllung von Rollen und Aufgaben, für die ein Individuum sozialisiert worden ist. Warum finde ich die so hilfreich? Weil
es kann jemand, der im Rollstuhl ist, trotzdem in der Leitstelle sitzen und einen guten Job machen. Und zwar verdammt gut. Der ist da dafür top gesund. Und ich finde die zweite noch sehr hilfreich im Kopf zu behalten. Der Bernhard Badura hat gemeint, Achtung, Achtung, es gibt keine Gesundheit heutzutage, schon klein immer, ohne die psychische Gesundheit. Würden Sie da mitgehen? Dass das ein zunehmend wichtiger Faktor ist. Also mir geht es, auch das ganz deutlich, mir geht es nicht um die Arbeitssicherheit und die Schuhe mit den Stahlkappen. Mir geht es, dass Sie Gesundheit heute Abend in einer Weise bedenken, was das eher im psychosozialen, im mentalen Bereich bewirkt und was Sie als Führungskraft da bewirken können. Wenn wir das mal so uns vergegenwärtigen, dann gibt es Anforderungen, die mehr oder weniger wahrscheinlich in Ihrem Kontext so nachvollziehbar sind. Wir haben Arbeitsintensivierung, wir haben Flexibilisierung, wir haben eine Kommunikationsverdichtung, Mobilität, Medienzugang, alles Mögliche. Ist wahrscheinlich bei Ihnen auch so, oder? So, das ist, oh, die Anforderungen steigen, richtig? Das wird nicht weniger, sondern es wird immer mehr. Was für Wirkungen haben Sie da draus? Die potenziellen Wirkungen, zunehmende psychische Belastungen, Arbeitsunfähigkeitstage gehen hoch, ohnehin schon mit Arbeitskräftemangel, dann auch noch Arbeitsunfähigkeitstage. Und wenn sie dann da sind, Leistungsminderung, Frühverrentung, ist das bei Ihnen auch ein Thema? Dienst nach Vorschrift, damit die Menschen sich schützen, innere Kündigung sogar im Extremfall, oder Sie sehen, Menschen arbeiten einfach nicht mehr so gut zusammen wie früher, sondern es sind Konflikte, es sind Reibereien, sie werden dünnhäutiger, bis zu Drogenkonsum. Ist das in Ihrer Realität auch so? Gut. Was haben Sie als Führungskraft da für eine Rolle? Naja, Sie sind der Leuchtturm. Auf Sie gucken alle. Sie sind der Referenzpunkt. Der Referenzpunkt meine ich in dem Fall, was Sie thematisieren und was Sie nicht thematisieren. Sie haben auch gesagt, Self-Care für Gesundheit. Sie sind der Referenzpunkt bezüglich, wie achtet die auf sich? Oder wie redet sie Sachen klein? Referenzpunkt und über diesen Referenzpunkt sind Sie Einflussnehmerinnen. Sie können den dort gestalten, wo Sie gestalten. Ja, dann machen Sie das verdammt normal auch. Und durch dieses schaffen Sie Rahmen. Sie gestalten den Handlungsrahmen und Sie sind ein Rollenvorbild letztlich. Tun Sie was oder tun Sie nichts? Rollenvorbild. Warum zeige ich Ihnen das? Weil das ist so, im Kern ist es so hilfreich, sich klar zu machen, und wir werden da noch ein paar Mal heute drauf kommen. Wir tendieren dazu, die Anforderungen wie eine Waagschale, die werden immer schwerer. Immer schwerer. Wo schauen Sie hin als Rollenvorbild? Immer schwerer und schwerer. Schon fast tranceartig, dass wir da drauf gucken, wie es alles kacke wird. Wie sehr schauen wir auf die andere Waagschale der Ressourcen? Was funktioniert? Wo Ausnahmen vom Problem sind? Was wir gut hinkriegt haben, trotz schwieriger Rahmenbedingungen? Bei den meisten Menschen, mit denen ich arbeite, bei den meisten Führungskräften, bei den meisten Teams, die reden stundenlang über diese Job-Demands und wie beschissen das alles ist. Und verschwindend gering über welche Ressourcen sie alle haben und was sie irgendwie gut hinkriegt haben. Wie ist es bei Ihnen? Nachvollziehbar? Ist das so? Und wir verstehen uns blendend. Ja, das ist herrlich. Und sobald da einer reinkommt und sagt, ja, ja, das ist alles schwierig, aber lass doch mal gucken, wie wir es gut hinkriegt haben, der wird fast gemobbt. Das ist komisch. Also, mit dem steckt auch für Sie die Reflexion drin, schau mal an, wenn das so eine Waage ist, Job Demands, die sind, wie sie sind, die kann ich wahrscheinlich nicht ändern. Was ich ändern kann, ist, wo fokussiere ich an Ressourcen drauf? Wie thematisiere ich das? Wie viel Zeit gebe ich dem? Wie spreche ich darüber? Das können Sie ändern. Und zwar, glaube ich, viel häufiger und leichter als das. Würden Sie da mitgehen? Die Natur ist aber eher eine, dahin zu gucken, weil irgendwie wie ein Magnet.
Und genau das bitte behalten Sie im Hinterkopf, wenn wir heute darüber sprechen, über das Thema. Wo geht Ihr Fokus hin? Wir werden redmühlenartig, werde ich immer wieder darauf kommen, weil es ist so essentiell. Ich möchte ein Experiment mit Ihnen machen. Unterhalten Sie sich doch mal bitte so mit Ihren 2, 3 Nachbarn um sich. Sie sehen hier Geldscheine. Das Experiment lautet, Ihre Mitarbeitenden sollen am Monatsende höchst freiwillig Ihnen 10% des Gehalts bezahlen, weil Sie sagen, super, dass du meine Führungskraft bist. Ich bezahle gern 10% für das, was du mir an Mehrwert stiftest. Unterhalten Sie sich mal, was glauben Sie, müssten Sie tun, dass die Menschen das gern tun? Ihnen Teil des Gehalts freiwillig zu zahlen, weil sie Mehrwert stiften. Ich habe gar niemanden. Alles gut, die unterhalten sich ja. Alles super. Okay. Dankeschön, das funktioniert gut mit dem Gong. So kenne ich das, dass die Menschen dann ruhig werden. Was ist denn das? Was kam denn so als erstes auf? Was Ihre Mitarbeiter von Ihnen brauchen, dass Sie sagen, klasse, dass du mein Chef bist. Dir zahle ich gern Geld. Was kam denn raus? Ein Trick, ich habe 20% abgefordert. Was haben Sie? Ich habe 20% abgefordert, kann ich 10% geben. Also es ist rechnerisch, ne? Aber im Ernst, welchen Mehrwert, was sind Sie draufgekommen? Welchen Mehrwert könnten Sie stiften, dass die Leute Ihnen freiwillig 10% Gehalt zahlen? Was kam Ihnen in den Kopf? Was haben Sie diskutiert? Freundlichkeit, oder? Freundlichkeit kam da gerade. Mhm. Freundlichkeit zwischen Leitstelle und den Mitarbeitenden. Mhm. Okay, so eine untereinander Freundlichkeit bei Ihnen? Aufmerksamkeit und Zeit. Würde der Mitarbeiter sagen, klasse, du bist aufmerksam, du nimmst mich wahr und du widmest mir Zeit. Klasse. Ja, können Sie da mitgehen? Wertschätzung. Ja? Ich finde die Frage, ich stelle die ja, glaube ich, mittlerweile seit 15 Jahren immer wieder. Ich finde die großartig, sich die regelmäßig zu stellen. Bin ich eigentlich mein Geld wert? Weil die Frage davor, die habe ich Ihnen ja gar nicht gestellt. Ihre Mitarbeiter zahlen ja so oder so Geld für Sie. Also verdammt nochmal haben Sie auch einen Anspruch, dass Sie einen guten Job machen. Weil die verdienen weniger als Sie. Also die Frage ist gar nicht so hypothetisch. Die kann ich ganz ernst nehmen und kann sagen, ja, bitte sei doch freundlich zu mir, respektiere mich, nimm mich bitte wahr, schätze wert, was ich für einen Beitrag leisten kann und denk das nicht nur, sondern bring es mir zum Ausdruck, verdammte Hacke. Entschuldigung, I got carried away a little bit. Ja, weil das ist mir auch die Meister drin. Wir denken uns unseren Teil und sagen es relativ selten. Ja, das weiß die schon, dass ich sie super finde. Kennen Sie das? Also, die Kernfrage ist meiner Ansicht nach bei gesund führen und bei Leadership insgesamt, welchen Mehrwert stiftet Ihr Führungsverhalten? So wie Sie sich verhalten. Nicht, was Sie sich denken und was Sie intendieren, weiß ja jeder, sondern was Sie an Verhalten zeigen.
Und da können Sie die Frage dieses Experiments, wenn Sie die vielen Leuten stellen, dann kommen Sie irgendwann dran vorbei. Die Führungsqualität beeinflusst durch Interaktion. Wie rede ich mit den Menschen? Über was rede ich mit den Menschen? Die Kommunikation der Führungskraft mit den Mitarbeitenden und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Und das letztlich ist es, wenn die Mitarbeitenden Ihnen Geld zahlen sollen, zahlen mich dafür, dass ich nicht kränker werde durch die Arbeit. Wenn du was dafür tust, durch Arbeitsbedingungen und durch Wertschätzung und Respekt, dann wirst du meine Gesundheit zumindest erhalten und mein Wohlbefinden vielleicht sogar steigern. Also die Idee dahinter ist, dass die Mitarbeitenden am Freitag gesünder rausgehen, als sie am Montag in die Arbeit gegangen sind. Gut, nach dem Wochenende ist eh klar, aber wenn man es mal die Metapher. Bei wem ist es denn so, dass die Mitarbeitenden am Freitag gesünder, aufblühender rausgehen, als sie am Montag in die Woche gestartet sind? Schwierig, oder? Sie sind in guter Gesellschaft. Das ist relativ selten der Fall. Und dummerweise, ich erzähle Ihnen hier keinen normativen Quatsch, sondern es gibt Firmen, die machen das so, dass die Menschen aufblühen und gesünder werden durch die Arbeit. Die kriegen das hin. Und wo ist der Dreh- und Angelpunkt? Die Führungskraft. Die Menschen bewerben sich um einen Job und sie gehen wegen der Führungskraft. Also, wir kommen der Sache schon näher. Und hier, das ist eine ganz interessante Geschichte. Die Gesundheit der Führungskräfte selbst, auch das haben Sie ja gesagt, ja, Selfcare, spielt eine Rolle. Da hat die Uni St. Gallen, mit der ich viel zusammenarbeite, haben vor 2 Jahren eine Studie rausgebracht, dass unternehmerischer Erfolg mit der Gesundheit des Unternehmers oder der Unternehmerin zu tun hat. Können Sie sagen, ja gut, ist ja banal. Und der Partnerin oder des Partners. Das heißt also, wenn meine Frau gesund ist, habe ich als Unternehmer statistisch signifikant mehr unternehmerischen Erfolg. Sogar das Paar hat unternehmerischen Erfolg. Also das ist nicht einfach nur, ja, es wäre ganz hübsch, sondern es hat auch noch betriebswirtschaftliche Gründe. Wenn Sie jetzt genauer reingucken, was ist denn dieser Mehrwert, wenn es um die Gesundheit geht, dann könnte man die bedürfnisorientierte Führung, könnte man dann anschauen und sagen, die Güte der Führung messe ich daran, inwiefern Sie als Führungskraft bedürfnisorientiert führen. Und zwar basierend auf psychologischen Grundbedürfnisse, die rein menschlich sind, die wir alle haben. Diese 5 psychologischen Grundbedürfnisse, das erste, Orientierung und Kontrolle. Wir streben alle mehr oder weniger nach Orientierung und Kontrolle. Und das kann abgefragt werden, es sind 71 Fragen, die das erheben, aber eine zum Beispiel, meine Führungskraft lässt mich auch eigene Entscheidungen treffen, wo die sinnvoll ist. Das ist nicht, mach wie du willst, ist mir egal, sondern ich glaube, du weißt, was da richtig ist, weil du bist da draußen an der Front. Mach das. Und damit erfülle für mich selber als Mitarbeiter, ich habe Kontrolle über das, was ich tue. Ich kann mir selber Orientierung geben. Das Zweite, wer von uns als soziales Wesen Mensch hat nicht das Bedürfnis nach Bindung? Mehr oder weniger stark, aber wir alle sind soziale Wesen. Und das kann ich erheben, indem ich frage, betont denn deine Führungskraft, dass wir zusammen ein starkes Team sind? Wir zusammen. Bindung. Drittes Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstschutz. Meine Führungskraft lobt mich für gute Arbeit. Selbstwert erhöhen. Wer von Ihnen ist ganz weit vorne mit Loben? Hand hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Meistens ist es so, dass wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass die selber sagen, ja, man darf es nicht übertreiben, sonst wird es inflationär. Ja, so. Und das Zweite ist, ich mache das schon ganz gut. Die wissen aber nicht, dass ich ein Jahr später mit den Mitarbeitenden auch ein Seminar habe und die dann fragen, und wie ist es so mit dem Loben von eurem Chef, wie macht er das so? Dann sagen die in 99% der Fälle, es wäre schon schön, wenn er es mal machen wird. Also Selbst- und Fremdgeld gehen da häufig sehr auseinander. Viertes Bedürfnis, Lustgewinn und Unlustvermeidung, finde ich auch sehr schönes Bedürfnis, kann glaube ich jeder mitgehen. Das kann man erheben, indem ich frage, die Führungskraft filtert den Druck, macht es die Führungskraft, dass sie nicht jeden Scheiß weitergibt. Filtert den Druck, den sie selbst hat, in angemessener Weise.
und gibt es nicht einfach an mich weiter. Und das Letzte, Kohärenz und Stimmigkeit ist für uns Menschen ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Vermittelt mir meine Führungskraft Sinn und Bedeutung für das, was ich tue? Reden wir darüber? Fünf Grundbedürfnisse. Man kann also jetzt zusammenfassen, wenn eine Führungskraft das hinkriegt, bedürfnisorientiert zu führen, dann lässt sich empirisch nachweisen, die Menschen sind deutlich zufriedener, sind weniger zynisch, emotional weniger erschöpft, haben jetzt ein größeres Gefühl der Selbstwirksamkeit, ich kann was bewirken, und sie haben weniger psychosomatische Beschwerden über bedürfnisorientierte Führung. Das wäre schon mal so ein erster Hinweis. Also Sie könnten jetzt schon gehen und sagen, okay, gut, nehme ich was mit, bedürfnisorientiert führen, abhaken, Checkliste. Aber es geht noch weiter. Was ich Ihnen hier gerade gesagt habe, sieht man zum Beispiel an solchen Statistiken dann. Diese drei, psychosomatische Beschwerden, emotionale Erschöpfung, Zynismus, das sind die drei Straßen, die auf Burnout hinarbeiten. Wenn Sie also bedürfnisorientiertes Führungsverhalten zeigen, regelmäßig, dann erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Arbeitszufriedenheit, der Leistungsfähigkeit und sie minimieren das Risiko des Burnouts. Also Burnout hat häufig auch was mit Führungsverhalten zu tun, mit Präsentsein, mit ich nehme dich wahr. Können wir uns darauf einigen, dass viele, viele Studien, vor allem in den letzten 20 Jahren herausgekommen sind, dass Führungsverhalten krank machen kann? Schon mal jemand erlebt am eigenen Leib, dass die eigene Führungskraft einen krank macht? Schon mal erlebt? Wahrscheinlich schon, oder? Nee, noch nie? Und das muss nicht, also Achtung, das muss nicht mal Absicht sein der Führungskraft. Das kann qua Persönlichkeit sein, das ist der beste Weg, wie sie damit umgehen kann. Kein böser Wille, aber es kann passieren. Können wir uns darauf einigen, Führungsverhalten und Persönlichkeit kann auch vital machen? Kann das auch sein? Das heißt, wir einigen uns hier schon mal drauf, Führung kann ein Faktor für Gesundheit, Vitalität und Aufblühen sein. Führung. Wie machen Sie denn das? Jetzt kommen die Wiederholungen, um es wirklich einzubläuen. Wenn Sie gesund führen wollen, Leadership ist Begegnung mit Menschen, ist Kontakt mit Menschen. Selbstwirksamkeit unterstützen, Zugehörigkeitsgefühl unterstützen, sinnvollen Beitrag, your life matters, your job matters. Es macht einen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Eine vorgelebte Kultur der Wertschätzung hatten Sie vorher auch genannt, Respekt. Handlungsspielraum, Entscheidungsspielraum. Das ist deshalb so interessant, weil ich immer wieder gerade bei Führungskräften dieses Kontrollbedürfnis so stark erlebe. Es muss irgendwie, ich muss das alles wissen, ich muss es mitkriegen, ich muss es kontrollieren können. Ist nicht böse gemeint, aber muss ich irgendwie mehr kontrollieren. Und das steht dem diametral gegenüber zu, komm, ich vertraue darauf, du darfst es entscheiden, mach das, ist okay. Stärkende soziale Beziehungen, die Ressourcen bei den Menschen aufbauen, ist, wie spreche ich denn mit den Menschen, auch wenn ich unter Druck bin, wie kommuniziere ich mit den Menschen? Und wie individuell passende Herausforderungen stelle ich denen zur Verfügung, weil ich als Chef, als Führungskraft, ich kann auch Rahmenbedingungen schaffen und Strukturen schaffen, dass die herausfordernd für Sie sind und für Sie wäre es vielleicht zu herausfordernd, aber das kriegt man schon hin, individuell. Und das fand ich vorher wichtig, weil Sie es erwähnt haben, diese konstanten Entwicklungsangebote. Wie geht's weiter? Wo habe ich ein Bild für dich? Hast du Interesse? Angebote. Daher zusammenfassend, das letztlich... Das ist die Checkliste, die es das bei Ihnen, bei den Mitarbeitenden bewirkt. Die würden Ihnen mehr Geld zahlen, wenn Sie am Monatsende sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich kann die Sachen erreichen, bin selbstwirksam, ich gehöre dazu, mein Handeln macht einen Unterschied, ich werde geschätzt und respektiert, ich kann und darf mitgestalten und wir haben ein positives Klima, mit mir wird was zugetraut und ich kann sogar was lernen. Da steckt dieser Mehrwert drin, den Sie gestalten können. Das ist wahnsinnig schwierig für die Menschen, für die Mitarbeitenden selber das zu tun. Da brauchen die Sie. Und ich finde es deshalb auch so bemerkenswert, weil Sie sind ja alle in dem gleichen Umfeld unterwegs. Und trotzdem gelingt es manchen besser und manchen weniger gut. Es ist also nicht Gott gegeben.
Gehen wir ein Stück weiter. Das Positive Leadership, wenn wir da die Studien anschauen, dann ist im Kern die Aussage, wie ein Tropfen Wasser in einen Teich rein, es ist ein kleiner Tropfen, der dann Wellen macht. Also, Führungskräfte können mit kleinen Impulsen große Wellen, große Wirkungen bei ihren Leuten erzeugen. Und gute Führungskräfte können vor allen Dingen mit kleinen Impulsen große, gesunde und stärkende Wirkung erzeugen. Ich mag das nochmal unterstreichen, es geht nicht um ein komplettes Neuerfinden. Nee, gar nicht. Es geht um ein Feintuning, kleine Impulse da und dort, kleine Veränderungen in Automatismen und sie werden Wirkung erzeugen. Und zwar die. Es lässt sich nicht vermeiden, wenn Sie diese, wir gehen noch ein bisschen genauer gleich rein, in dieses Positive Leadership reingehen. Sie werden weniger Unfälle und Krankheiten haben. Sie werden insgesamt gesündere Mitarbeitende und selber werden Sie gesünder sein. Das ist das Schöne. Sie selber werden auch gesünder sein, wenn Sie so mit den Menschen umgehen. Und Sie werden weniger Fluktuation haben, was, glaube ich, in der Branche auch hilfreich ist. Wenn ich es richtig verstanden habe heute. Und ich glaube, auch als attraktiverer Arbeitgeber gesehen zu werden, schadet in Ihrer Branche überhaupt nicht. Und Sie haben, das ist für viele auch wichtig, klar, Sie haben auch betriebswirtschaftlich nachhaltigeren Erfolg. Also, unter diesem Positive Leadership, falls Sie es mal irgendwo googeln, in vielen Fällen wird Transformational Leadership darunter subsumiert oder Servant Leadership. Ich habe Ihnen das mal zusammengefasst, weil so die Grundhaltung, die ist die entscheidende. Und die Grundhaltung sehen Sie auf dem Bild auch. Was sehen Sie? Sonnenblumenfeld. Was könnte hier der Hinweis sein für Positive Leadership? Wenn Sie alles vergessen von heute, aber das Bild mitnehmen als Erinnerung, was könnte es für ein Hinweis für Sie, für Ihr Führungsverhalten sein? Die Sonnenblumen. Bitte? Ja, schauen alle in die gleiche Richtung, das ist schon mal hilfreich, genau, ja. Alle Richtungen. Ja. Und wo schauen die hin, in welche Richtung? So schaut es aus. Und also das mag man sich jetzt mal bitte auf die Zunge zergehen lassen. Das ist die Lebensenergie, die kommt von der Sonne, die richten sich automatisch danach aus. Und wir als Führungskräfte, wo kratteln wir in der Regel drum? Im Schatten. In the dark side of the... Ja, aber von daher das Bild, meistens suchen wir Menschen wie die Sonnenblumen das Licht, die Energie, die Kraft, die hätten wir gern. Das ist der Mehrwert, den die Führungskraft stiften kann. Also ist die Einladung im Positive Leadership, das ist der entscheidende Unterschied, dass Sie bitte zukünftig ganz bewusst nach positiven Abweichungen, nach aus der Reihe tanzen, bewusst Ausschau halten. In guten und besonders in diesen herausfordernden Zeiten, wie wir es derzeitig haben, genau da ist die Ausnahme vom Problem das, was hilft. Die Ausnahme vom Problem. Und das ist da, wo das Licht ist, da, wo die Sonnenblume hinschaut. Die Ausnahme vom Problem. Und Sie als Führungskraft, Sie erkennen das, da bleibt es aber nicht, sondern Sie benennen es und Sie stärken das. Sie machen diesen Türspalt der Ausnahme vom Problem größer. Aber dazu muss ich es erst mal sehen. In dem alltäglichen Wahnsinn. Und ich muss es neben dem Sehen benennen. Und dann nur sagen, Mensch, mehr davon. Das ist das Sonnenprinzip. Deshalb heliotrophes Verhalten, sagt man dazu, die Sonnenblume, die geht da oben in die Ausnahme. Darum geht's. Und ich kann es nur immer wiederholen, das macht gesund. Das macht Freude. Und wir werden immer besser dabei. Ist das nicht cool? In so einem Graph, manche Menschen haben ja gern so Graphen und die Sonnenblumen, ja, schön und gut, aber das ist, brauchen wir auch Graphen. An diesen Dimensionen, ökonomisch, Effektivität, Beziehungen, Anpassungen an Bedrohungen, da kommen wir dann in Richtung Stress. Die negativen Abweichungen, da sind wir meistens ziemlich gut, das zu sehen. Oh, das rechnet sich ja gar nicht, unrentabel, ineffizient, hier, zack, Fehler, schwierig und schädlich und ach Gott, da werde ich schon ganz starr. Wem fällt es leicht, auf die Fehler zu gucken? Niemand?
zwei fällt es leicht, auf die Fehler zu gucken. Okay, das heißt, allen anderen, super, fällt es leicht, auf die positiven Abweichungen zu gucken. Danke. Also, ökonomisch freigiebig, bei Effektivität, wir schauen nach Exzellenz, wir schauen nach Außerordentlichem, wir schauen nach perfekter Qualität, wohlwollend, wertschätzend Umgang und wir schauen nach Aufblühen. Wir schauen nach dem da rechts. Ich frage Sie ganz ehrlich, in Ihrem Führungsalltag, wo verbringen Sie Ihre Zeit? An dem rechten, dem mittleren oder dem linken? Ich glaube, die meisten Führungskräfte, auch von den Mitarbeitern so eingeladen, da ist ein Problem, da muss ich irgendwas machen, ich kriege nur den Müll mit. Und es ist auch eine, für welche Kultur stehen Sie zu sagen, ja, wie habt ihr das denn bisher hinkriegt? Was habt ihr denn gemacht? Welche Gedanken habt ihr euch gemacht? Wo ist die Ausnahme vom Problem? Und damit stärken Sie wiederum die Selbstwirksamkeit Ihrer Leute. Die Wertschätzung und Respekt für das, dass Sie sich Gedanken machen. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das mehr tun. Weil im schlimmsten Fall, was nämlich passiert ist, weil wir Menschen ja gern Aufmerksamkeit haben, wie bei Kindern, wenn Ihre Leute merken, dass sie eine Audienz bei Ihnen kriegen, wenn sie über die Probleme berichten, dann werden sie mehr über Probleme berichten. Weil sie kriegen Aufmerksamkeit. Sie haben eh so wenig Zeit, aber wenn ich über ein richtiges Problem berichte, dann kriege ich richtig viel Zeit. Herrlich. Aber das wollen sie doch gar nicht. Oder? Sie wollen ja eigentlich was anderes. Eine Kultur, haben wir vorher gesagt, schaffen. Also, Ihre Entscheidung, wie diszipliniert und gut sind Sie immer wieder. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch passiert, keine Frage, und dass das auch Teil Ihres Jobs ist. Ich glaube aber, wenn Sie wie die meisten Führungskräfte, die ich seit 20 Jahren kenne, arbeiten, dann ist da rechts ein blinder Fleck. Ist das so? Ein paar, ja, leichtes Nicken, wohlwollendes. Also, ganz einfach, when you focus on the good gets better. Das können Sie sich als Poster ausdrucken. Tägliche Erinnerung, when you focus on the good gets better. Da haben Sie bestimmt davon schon gehört, Stärken, Stärken. Ich habe kürzlich im Seminar einen Teilnehmer gehabt, der gesagt hat, ja, ich will bitte nur Kritik, Kritik, weil das Gute, das ist ja eh uninteressant. Ich glaube, wir wollen eher dorthin schauen, wo die Stärken sind und die Stärken. Auch im Miteinander, auch im gesunden Miteinander. Und das bedeutet nicht, dass ich diese negativen Punkte auch bemerke, aber ich kann die auch in der Weise bemerken und sagen, schau mal, da ist was. Und ich bin sicher, du kriegst es hin, deine Lösung dafür zu finden. Ich bin sicher, mit ihm zusammen, ihr könnt was ausarbeiten. Das kann extrem konstruktiv und wertschätzend sein. Da können Sie rausgehen und sagen, wow, geil, klasse, was der mir zutraut. Sie stärken positive Emotionen bewusst, ganz bewusst, weil es eine Aufwärtsspirale gibt. Wir, und das war vorher so schön von unserem österreichischen Kollegen, wie er da gesagt hat, wir in Deutschland, wir gucken, wo die Probleme zu den Lösungen entstehen. Ja, erinnern Sie sich? Das ist wahrscheinlich genau dieser Negativity Bias. Weil wir, vielleicht in Deutschland ist es eine Krankheit, wenn es funktioniert, gucken wir ganz gerne auf das Ja, aber. Kennen Sie so dieses Negativity Bias? Und das ist eine Entscheidung, das ist eine Kultur, für die Sie stehen. Wo schaue ich hin? Und das ist eine Entscheidung, die Sie treffen, wenn Sie sich fragen, welchen Mehrwert stifte ich? Und was ist mein Selbstbild von Führung, ich als Führungskraft? Wie wäre es denn, wenn Sie sich als dienende Führungskraft sehen? Dass Sie sagen, ich bin dazu da, damit ihr alle einen richtig geilen Job machen könnt. Servant Leadership. Und da geht es darum, how can I be helpful and not smart or intelligent? I don't care. How can I be helpful? Manchmal ist es nämlich aus dem Weg gehen. Ausgesprochen häufig. Einfach mal weggehen. Aus dem Weg freimachen. Für welchen Umgang stehen denn Sie als Führungskraft in Ihrer Organisation? Stehen Sie für diesen positiven Stärken stärken? Oder stehen Sie eher für das, naja, ganz ehrlich, die Probleme, das ist schon ganz viel meiner fast schon natürlichen Tendenz. Können Sie sich gerade mal ein bisschen austauschen? Und links, rechts, hinten, vorne.
Für was, für welchen Umgang stehen Sie als Führungskraft in Ihrer Organisation? So, mal einzelne Meldungen, für welchen Umgang stehen Sie? Eher für diesen Positive Leadership oder eher für den mit Negativity Bias defizitorientiert? Wer für Positivity, Positive Leadership, Hand hoch? Super, vielen Dank. Und wer, wenn er ehrlich ist, für, naja, die Defizite, die Probleme, das ist schon ein Thema bei mir? Niemand? Gratuliere. Großartig. Freue ich mich. Ich frage mal Ihre Mitarbeiter nächste Woche, okay? Was? Was meinen Sie? Also, die sind da. Okay, dann können wir die da. Und? Oh, ja, okay, gut. Ja. Also, dass Ihnen, ich will das gar nicht schlecht machen. Mir ist vollkommen klar, die Probleme zu lösen, ja, das steht an. Es fällt uns nur viel, viel leichter, wenn wir das auf Basis von Ressourcen machen, als auf diesem Problem. Spirale nach unten. Und das Bild dazu ist, Negatives haftet rein evolutionsbedingt wie Klett an uns. Negative Emotionen von der letzten Woche haften wie Klett. Und es ist evolutionär ja super, dass ich weiß, welche Pflanze giftig war. Besser, ich merke es mir. Aber das Dumme ist, dass das Positive wie Teflon abgleitet. Also wenn ich Sie frage, letzte Woche spontan, was kommt Ihnen als Erinnerung von letzter Woche im Kopf, wahrscheinlich eher, wo es eine Schwierigkeit gab, wo es mühsam war, wo es nicht so gut geklappt hat. Die wenigsten sagen, oh, mir fallen sofort 5 supergeile Sachen ein. Ja? Das geht. Also Sie können das auch anders erleben. Sie können das anders erleben, aber es braucht ein Training, weil es gegen die Intuition und die Evolution ist. Also Führungskräfte, die Positive Leadership, diese Ausnahme vom Problem ganz beherzt angehen, die haben sich bewusst entschieden, gegen das evolutionäre Erbe zu arbeiten, wenn sie so wollen, absichtlich. Ich möchte hinschauen, wo es funktioniert. Und ich möchte positive Emotionen aufbauen. Wann hatten Sie das letzte Mal bei der Arbeit, und das ist ja super, wenn Sie jetzt gerade da sitzen, komplett, eine Begegnung, die Sie im besten Sinne positiv energetisiert hat und Ihnen persönlich Wert vermittelt hat? Jetzt hören Sie mal weg als Chefe. Ja? Wann hatten Sie begegnet? Letzte Woche, heute, gestern? Wann war das? Was war da? Mit wem? Mit dem. Ja, sauber. Aber tatsächlich, gut. Also, dann haben Sie wahrscheinlich in dem Mitarbeitergespräch einen sogenannten HQC, HQC erlebt, nämlich High Quality Connection, die Sie irgendwie gestiftet haben. Sie haben den Rahmen geschaffen, eine High Quality Connection, also positive Emotionen mit Menschen durch eine positive Verbindung erzeugt. Und dadurch
haben Sie so ein positives soziales Gewebe, ein Klima erzeugt. Ist das so? Können Sie machen. Geht. Danke. Und die Wirkung von dem ist großartig, wenn Sie sich das mal klar machen. Die Wirkung ist nochmal gesunde Führung, bessere psychische, physische Gesundheit, verbesserte physiologische Ressourcen, kognitive Funktionen gehen nach oben und die Resilienz. Wenn wir über Stress reden, dann ist genau das die Frage, wie kann ich die Resilienz denn erhöhen? Über solche Kleinigkeiten wie High Quality Connections. Wie kann ich mit dem Menschen so sprechen, dass sie sagen, ja, das ist ein gutes Klima, für das mein Chef da steht. Der schafft ein Gewebe, das ist tragfähig. Schaffen Sie das? Wie schaffen Sie das? Hier ein paar Hinweise, wie Sie das schaffen können. Echte Präsenz, echt interessiert sein, echtes Zuhören. Nicht, ich war auf dem Kongress und der hat gesagt, ich soll ein bisschen zuhören, jetzt sag mal, sondern echtes Interesse. Das ist eine Entscheidung, die Sie treffen. Bedarfsorientierte, echte Unterstützung. Und da mag das bei Ihnen eine andere Unterstützung sein als bei Ihnen. Auch hier das Individuum wahrzunehmen mit den Bedürfnissen. Vertrauen leben heißt auch Zugang zu Ressourcen geben, Zugang zur Macht ermöglichen. Und wenn Sie mögen, ich gebe Ihnen die Verantwortung, wollen Sie es gestalten? Das ist wie so ein Handshake. Okay, klar, mache ich, danke. Und Sie wachsen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn Sie untereinander, wenn ich Sie jetzt gerade mal nehmen darf, inwiefern ist er denn offen für Feedback? Das heißt übersetzt für Süddeutsche? Ja. Ja, genau. So, Führungskraft, die dankbar ist für Feedback. Die nicht nur offen ist, sondern die wirklich dankbar ist und sagt, Mensch, klasse. Ich bin nämlich Führungskraft und in einer Machtposition. Und wenn da mir jemand was sagt, du übrigens letzte Woche, dümmer hätten wir es nicht machen können als du. Dann sage ich, hey, danke, dass du mir das sagst. Das macht einen Wahnsinnsunterschied. Kleine Veränderung, Riesenwirkung. Wie reagieren Sie auf kritisches Feedback von Ihren Leuten? Dankbar? Laden Sie ein, mehr davon? Und ein spielerischer Umgang, in Anführungszeichen. Ich weiß, das ist jetzt kein Spaß, was Sie da machen. Und trotzdem bin ich sicher, dass manche in den Teamkulturen eher was locker Leichtes, Humorvolles schaffen und andere so. Sie schaffen dieses leichte, spielerische Umgehen auch mit sogenannten Random Acts of Kindness. Auch da gibt es wunderbare Forschung dazu, dass wir täglich die Möglichkeit haben, Sachen, die nichts kosten, das ist mir als Schwabe besonders wichtig, dass es gratis ist, umsonst. Wo Sie ständig den Menschen per Gesten zeigen können, schau, es sind kleine Akte der Freundlichkeit im täglichen Umgang. Ich weiß, Sie lesen gern die Zeitschrift. Ich sehe sie, wie ich in die Arbeit fahre. Ich bringe Ihnen die Zeitschrift mit. Du, guck mal, ich habe an dich gedacht. Kostet vielleicht 3-4 Euro. Mein zweiter Kontakt mit Rettungsdiensten war neben der mit meiner Frau, was ich erzählt habe. Der zweite Kontakt war, dass ein Teilnehmer in der IT, als wir gefragt haben, welches Hobby habt ihr so, und dann hat er gesagt, ja, ich fahre schon seit 20 Jahren Rettungsdienst mit. Sein Hobby, war ich sehr beeindruckt. Und dann habe ich mit dem gesprochen, wie ist denn das so? Und so, ja, ich habe erst gewechselt vor einem halben Jahr. Warum? Die Führungskraft war scheiße. Warum? Na, ich erzähle das lieber andersrum, was die neue Führungskraft macht. Die macht nämlich genau das. Wir haben im Sommer Dienst gehabt, es war brutal heiß, kam vorbei mit einem kleinen Eis. Hat den wahrscheinlich nichts gekostet. 3-4 Euro, ist kein Thema. Aber wir fanden es mega. Weihnachten haben wir Dienst gehabt. Wer kommt vorbei mit ein paar Plätzchen? Neuer Chef. 5 Minuten. Das sind diese Random Acts of Kindness. Wenn ich Sie jetzt spontan fragen würde, welche Random Acts of Kindness können Sie in Ihrem Führungsalltag anwenden und tun? Ganz einfach. Möglicherweise fallen Ihnen 2, 3 ein. Deshalb denken Sie mehr drüber nach. Dann fallen Ihnen auch mehr ein. Beobachten Sie andere und sagen Sie, oh, gute Idee, könnte ich eigentlich auch machen. Sprechen Sie mit anderen drüber. Und es wird so eine Aufwärtsspirale. Die Random Acts of Kindness, es ist eine kleine Verhaltensänderung und hat eine Mega-Wirkung. Also, zusammenfassend, Interesse, Unterstützung, Vertrauen, dankbar sein für Kritik, Random Acts of Kindness.
Das schafft Gesundheit, das schafft Resilienz, das ist Führungsverhalten. Sie sind der Leuchtturm, auf Sie schauen die Leute. Und wenn Sie das Bild hier sehen, was ich Ihnen erzähle, ist nicht, ja, das ist ja alles hier mit überwältigender Weich und so. Nee, die Forschung zeigt, Military Units do better in the presence of a positive climate. Also das kommt nicht aus dem Kindergarten, sondern die meiste Forschung der positiven Psychologie findet im Militärkontext statt. Und wenn es dort funktioniert, gibt es Chancen, dass es bei Ihnen auch funktionieren kann. Ja, also schauen Sie mal rum, inwiefern ist in Ihrem Umfeld, sind Sie ein Rollenvorbild für diese High-Quality-Connections? Kennen Sie Rollenvorbilder, die inspirierend sein können? Manchmal ist es ja auch gut zu beobachten und sagen, Mensch, klar, jetzt fällt es mir erst auf, mach die gut. Jetzt komme ich noch zu dem anderen Thema, bevor wir, wobei, na, das geht schon in Richtung Stress. Ihre Persönlichkeit. Jeder und jede, wie Sie hier sitzen, haben eine eigene Persönlichkeit. Und die Forschung, Persönlichkeitsforschung, ist mega spannend, inwiefern Ihre Persönlichkeit, also jetzt nicht Ihre speziell, Ihre Persönlichkeit ein Stressfaktor ist für die Menschen. Und fangen wir mal einfach an. Die Psychologie hat sich geeinigt auf die Big Five. So kann ich Persönlichkeit beschreiben. Extraversion, Verträglichkeit, Offenheit für neue Erfahrungen, Neurotizismus und das Letzte, so eine Gewissenhaftigkeitsstruktur. Und da gibt es dann verschiedene Ausprägungen für Persönlichkeit. Wer kennt das, diese Big Five? Ja? Oh. Also da bin ich sehr individuell unterwegs. Und warum bringe ich Ihnen das jetzt an der Stelle? Gesund führen und Persönlichkeit. Weil ich gerade letzte Woche jemanden gehabt habe, mit dem ich im Einzelcoaching arbeite, der hat gesagt, ich habe einen Chef, der ist sowas von gesellig, ich komme überhaupt nicht zum Arbeiten. Ich würde so gern meinen Job machen. Der hat einfach eine mega Ausprägung bei Extraversion, der Chef. Ja, blöd. Stresst meinen Coachee total. Ein anderer, auch das gelebte Praxis, sagt, mein Chef, total sympathischer Typ, der hat auf diese Offenheit für Neues, glaube ich, auf einer 10er-Skala die 12. Der kommt jeden Tag mit einer neuen Idee, der treibt mich in Wahnsinn. Ihre Persönlichkeit, die ist da. Und wenn Sie kein Feedback kriegen von Ihren Leuten, ist es verdammt schwierig, dass Sie das merken, wie Sie die Leute stressen, allein, weil in Ihrer Welt ist ja total normal, dass Sie ständig was Neues machen wollen. Sie haben hier rechts noch den Perfektionismus. Der Perfektionismus ist für so viele Burnouts das Thema. Das ist unglaublich. Und da unterscheiden zu können, hier ist es gut genug, reicht, und hier brauchen wir 100%. Die Studien zeigen, dass in Krankenhäusern, in denen Perfektionismus hoch ist, mehr Todesfälle passieren, als in denen, wo Perfektionismus weiter unten ist. Warum? Weil im Perfektionismus dummerweise niemand zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat. Also kann ich auch nicht daraus lernen. Verdammte Hacke. Reflexion, eigene Persönlichkeit, wo ist da mein Perfektionismusanteil? Und es wird noch spannender, wenn Sie auf der Seite mal gucken, das sind die neuesten Forschungen im Leadership, geht um die dunklen Persönlichkeitsanteile. Also nicht nur die easy, sondern da geht es, vielleicht haben Sie es mitgekriegt, Narzissmus ist gerade ein Megathema. Je höher in der Hierarchie, umso wahrscheinlicher, dass Sie hohe Narzissmuswerte haben. Wo sind Sie eigentlich in der Hierarchie? Okay, es trifft nicht auf alle zu, das ist auch nur so eine Trotzdem, ja, je höher in der Hierarchie, umso wahrscheinlicher, dass Narzissmus hohe Werte hat. Und die Forschung zeigt, jüngere Menschen um die 30, 35 haben jetzt schon höhere Narzissmuswerte, als wir Ältere sie damals hatten. Ja gut, Nacht um 8 in 10, 15 Jahren, wenn die dann in der Hierarchie nach oben gehen. Also Narzissmus könnte so ein Thema sein, Egoismus, Gier, Selbstbezogenheit, Ansprüchlichkeit. Diese ganze Nummer können Sie wunderbar, wenn Sie interessiert sind und im ruhigen Kämmerchen, mit dem Link da unten mal beantworten. Und dann können Sie darauf reflektieren, inwiefern Ihre Persönlichkeit ein Stressfaktor für Ihre Mitarbeitenden ist. Ohne, dass es Ihnen bewusst ist. Könnte das sein? Weil Sie täglich reingehen in die Arbeit und eigentlich einen guten Job machen wollen, aber Sie sind ein mega Stressfaktor für Ihre Leute. Könnte passieren. Also,
Die Kernfrage an der Stelle, die ich Ihnen mitgeben mag, ist, sind Sie ein aufbauender Gesundheitsfaktor oder ein zehrender Krankheitsfaktor qua Persönlichkeit? Und wer sagt Ihnen das? Woher wissen Sie denn das? Ich befürchte, die wenigsten Mitarbeitenden sagen zu Ihnen, also dein Perfektionismus, due palle così. Non mi rompere le palle, wie man bei uns in Süddeutschland sagt. Ich mache mal von wegen Persönlichkeit ein Experiment mit Ihnen. Sie haben ja hinten auch die Bildschirme, können Sie da drauf gucken. Schauen Sie mal bitte die Zahlen, diese Gleichungen an. Und was fällt Ihnen auf? Bitte? Fünf Richtige, was fällt auf? Was haben Sie gesagt? 9 mal 2 ist 18. Ah, das hier, das da unten. Ja, Fehler. Also wir haben genau diese zwei Wahrnehmungen. Wenn wir vorher an die Sonnenblume denken, wo geht Ihre Wahrnehmung hin? 5 sind richtig. Die übergroße Mehrheit ist richtig. Und wer von Ihnen hat als erstes gesehen, das stimmt aber nicht? Mal Hand hoch, ehrlich. Wer hat als erstes gesehen, das stimmt was nicht? Ist nicht schlimm. Ist auch Teil Ihres Jobs. Ist okay. Nur das macht Ihnen hoffentlich deutlich, dass Ihr Fokus die Entscheidung trifft, über was reden wir eigentlich? Inwiefern stärke ich meine Leute? Wo geht Ihr Fokus hin? Attention, attention. Energy flows where attention goes. Das ist Ihre Entscheidung. Wo geht die Energie hin? Ich mache mal ein Alltagsbeispiel. Die Führungskraft grüßt, hallo, wie geht's? Mitarbeiter kommt entgegen und sagt, boah, geht so, muss. Alltag, oder? Führungskraft fragt, je, was ist denn los, um Gottes Willen? Mensch, hört sich doch erstmal nicht schlimm an. Ist empathisch, einfühlsam, ist okay, oder? Wer würde das so machen? Nachfragen? Einer fragt nach und die anderen, was machen Sie dann? Unrat vorbeischwimmen lassen. Ja, so, also, gut, also, Alltagsbeispiel, es ist nicht schlecht, es ist nur die Frage, wie Sie bei dieser Situation reagieren. Führungskraft kommt, hallo, wie geht's? Mitarbeiterin kommt entgegen, sagt, danke, wirklich gut. Was fragen Sie jetzt? Die meisten sagen, ah, schön, du, ich habe hier Folgendes für dich, du solltest mal dem und dem noch anrufen. Mal ganz ehrlich, wer von Ihnen fragt, Mensch, echt gut, wow, erzähl, wie kommt's? Wer macht es? Erzähl mehr. Wie kommt es, dass es gut geht? Wer macht es? Das sind diese kleinen Verhaltensänderungen, die eine große Wirkung haben. Am ersten, ich bin sicher, die erste Reaktion wird die sein, was hast denn du gefrühstückt? Das will ich auch am nächsten Morgen. Weil es ungewohnt ist. Aber sie setzen eine Kultur, sie setzen die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Energy flows where attention goes. Wohin richten Sie Ihre Aufmerksamkeit? Und in dem Fall kommen wir dann jetzt direkt am Ende nicht nur von der Persönlichkeit zum Stress, sondern zu Ihrem Bild zu Stress. Was, wie, wo, wozu? Der Erfinder von Stress 1950 hat es definiert, unspezifische Reaktion des Körpers, von außen kommende Belastung, wie das physiologische Gleichgewicht stört. Wird krank, wenn der Körper sich diesen kontinuierlichen, starken Stress anzupassen versucht. So, die Definition. Wir merken das in der Regel, das ist so eine Mischung aus Ärger und Angst, Hautwiderstand, Hauttemperatur verändert sich. Und ganz wichtig, es ist eine Wahrnehmung einer Situation. Es ist keine objektive Realität, es ist eine Wahrnehmung einer Situation, für die ich aktuell noch keine Lösung sehe. Aktuell noch keine Lösung und daher im Moment mich noch überfordert fühle. Das ist die Definition von Stress. Von Selye, vom Erfinder. Wie haben Sie in den letzten Wochen Stress erlebt? Mal aufstehen. Wer hat gering Stress erlebt? Mal aufstehen. Aufstehen. Wer hat gering Stress erlebt? Einer. Danke. Können Sie sich wieder setzen. Wer hat mittel bis eher gering, also so 25-50% Stress erlebt? Mal aufstehen. Mittel bis eher gering. Nochmal einer. 2, 3. Okay, waren schon mehr. Wer hat mittel bis eher hoch Stress erlebt? Aufstehen. Ah, werden schon mehr. Danke. Okay, danke, wieder setzen. Wer hat hoch?
Wer hat für sich Stress als hoch erlebt? Einer? Vielen Dank. Danke. Also es ist ein Thema bei Ihnen, schon bei der Mehrheit eher hoch. Ja, es ist wirklich präsent. Daher, ist Ihnen eigentlich klar, was da passiert, wenn wir so über Stress im Allgemeinen sprechen? Sind wir uns einig, dass Stress hier definiert eine negative Emotionenerfahrung ist? Das heißt, es ist sowas wie ein Golfball. Wenn ich den an den Kopf kriege, wenn ich ihn den zuwerf, hopp, ja, geht, hart, oder? Ja, da hat schon Blut dran, genau. So, Stress ist was anderes wie Wattebäuschen, richtig? Das habe ich auch hier. Wenn ich Ihnen das zuwerf, das kommt nicht mal so weit. So, warum sage ich Ihnen das? Weil, blöderweise, negative Emotionen in unserer eigenen Erfahrung wie Golfbälle sind. Das haut letzte Woche einmal, sagt er was zu mir, da, bang, Golfball, Beule. Sieht man noch Tage danach. Sie sagen zu mir, Mensch, das hast du gut gemacht, hast du richtig Gedanken gemacht, klasse, vielen Dank. Das ist wie Wattebäuschen. Das dringt manchmal nicht mal durch. Weil ich sage, ach, dafür nicht. Ach, nee. Wattebäuschen. Ich brauche aber dummerweise diese positiven Emotionen, die ich bewusst aufbaue, weil viele dieser positiven Emotionen neutralisieren die negativen Emotionen. Also, wenn man jetzt mit Stress und Golf hier, das rechts ist das Cortisol. Das wird immer größer, wenn ich nichts dagegen tue. Und links haben wir Serotonin und Oxytocin, das durch die positiven Emotionen aufgebaut wird. Bindung haben wir vorher gehabt, positive Emotionen. Und die wirken positiv, um das Cortisol abzubauen. Ganz einfach. Machen Sie das im Alltag? Oder sind Sie eher ein Golfball? Ja, ich kann nicht immer Sie fragen, aber im Prinzip die Mitarbeitenden mal fragen, ja, wie ist denn das bei mir? Also agieren Sie manchmal als Golfball? Wahrscheinlich schon. Je mehr Sie selber unter Druck stehen, umso eher werden Sie als Golfball rumfliegen. Jetzt lassen Sie uns hier mal ein Experiment machen. Bitte nehmen Sie sich was zum Schreiben, auch die ganz hinten was zum Schreiben nehmen, wo Sie spontan Ihre Zahl zwischen 0 und 100 aufschreiben. Zwischen 0 und 100 heißt, ich frage Sie nach der Zustimmung zu diesen Aussagen. Schreiben Sie bitte auf, wie erleben Sie Stress? Zu wie viel Prozent zwischen 0 und 100 stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Stress zu erfahren erschöpft meine Gesundheit und Vitalität. Zwischen 0 und 100%, wie sehr stimmen Sie dem zu? Spontan aufschreiben bitte. Stress zu erfahren schwächt meine Leistung und Produktivität. Zwischen 0 und 100 aufschreiben. Stress zu erfahren erschwert mein Lernen und Wachstum. Zwischen 0 und 100. Und die Effekte von Stress sind negativ und sollten vermieden werden. Zwischen 0 und 100. So, bitte zusammenzählen, auf welchen Wert Sie kommen in der Summe. So, einmal zack. Fertig. Zweite Rubrik ist genau gleich zwischen 0 und 100. Zu wie viel Prozent stimmen Sie zu? Stress zu erfahren wirkt positiv auf meine Leistung und Produktivität. Wie sehr stimmen Sie spontan zu? Stress zu erfahren verbessert meine Gesundheit und Vitalität. Zwischen 0 und 100%. Erleichtert mein Lernen und Wachstum. Und die Effekte von Stress sind positiv und sollten genutzt werden. Auch wieder die Summe draus. Wo haben Sie mehr? Wer hat auf der linken Seite einen höheren Wert? So, so, so. Okay, Gegenprobe. Wer hat rechts einen höheren Wert? Also die Mehrheit scheint links einen höheren Wert zu haben. So, wenn ich so rumschaue. Was haben Sie da gerade gemacht? Sie haben geantwortet auf die klassischen Fragen, wenn es um Mindset geht und Ihr Stress-Mindset. Es gibt da wunderbare Forschung dazu von der Alia Crum, großartig, was sie da so alles rausgekriegt hat, zum Thema Mindset, nämlich die Wirkung von Annahmen und Glaubenssätzen, die wir Menschen über uns selber und die Realität haben. Das ist ein Mindset. Und Mindset, um Ihnen das deutlich zu machen, wenn Sie
Putzfachkräften in Hotels auf den verschiedenen Etagen, auf der Etage 1 bis 3 sagen, sie sollten mehr Sport machen. Sport ist total wichtig für Blutdruck und Blutfettwerte und alles. Und sie den Job weitermachen lassen, passiert was? Nichts. Wenn sie den 4., 5., 6. und 7. Etage sagen, Sport ist total wichtig wegen den Gründen und ihr habt das Glück, dass beim Betten machen und Spiegelwischen und Wägelchen rumschieben ständig sportliche Aktivität stattfindet. Ihr braucht gar nicht ins Fitnessstudio, ihr habt euch das schon im täglichen Tun. Sind nach 6 Wochen die Blutfettwerte bei denen besser? Die Tätigkeit ist genau die gleiche. Aber ich habe eine Entscheidung, ob das, was ich tue, ein beschissener Job ist oder ich zumindest das Glück habe, dass ich Sport mache. Das ist ein Mindset. Das ist eine Mindset-Veränderung. Und ich könnte Ihnen jetzt wahnsinnig viel über diese Mindset-Studien sagen. Ich finde es faszinierend. Wir fokussieren jetzt auf die Stress-Mindset-Sache. Diese innere Landkarte, die Elia Crum und die Carol Dweck das so als Mindset bezeichnen, die ist uns im Alltag oft nicht bewusst. Wer von Ihnen wusste, dass es ein Stress-Mindset gibt? Wahrscheinlich niemand. Gibt's. Und in dem Moment, wo wir jetzt drüber sprechen, und sie sich beobachten und austauschen, wird es ihnen vielleicht bewusster. Ah ja, stimmt, ich sehe das so. Und über dieses sich bewusst machen, können wir es auch verändern. Das ist das Tolle an dem Mindset. Über ein Verstehen kann ich mich entscheiden, dass ein anderes Mindset hilfreicher wäre. Nämlich zum Beispiel ein anderes Stress-Mindset. Das sogenannte Stress-Mindset wäre für mich gesünder. Dieses Stress ist gut für dich. Das ist die einfache Aussage. Die Menschen, die rechts mehr Punkte haben, leben mit einem Stress ist gut für mich Mindset. Die, die links ein höheres hatten, leben mit dem Stress ist schlecht Mindset. Stress ist tödlich und gefährlich Mindset. Das Fantastische an diesem Stress ist wirklich gut für mich Mindset, dass sie im Speichel diesen linken Stoff messen können. Beim Stress ist gut für dich Mindset wird mehr DHEA nachgewiesen. Dieser Stoff links, der wirkt als Gegenspieler zu Cortisol. Und Cortisol ist im Stress immer da. Und das DHEA, allein durch diese Veränderung des Mindset, wird mehr DHEA produziert im Körper. Ist der Gegenspieler zu Cortisol, senkt den Cortisolspiegel schneller. Nur das Mindset. Die stressauslösende Situation ist genau die gleiche. Also was passiert im Stress ist gut Mindset? Sie sehen eher eine Herausforderung statt einer Bedrohung. Gleiche Situation, aber sie packen das anders an. Sie sehen eine Herausforderung und sie sehen über dieses, oh, das wird jetzt gerade stressig, eine Möglichkeit zu fokussieren und das Wesentliche zu erkennen, auszufiltern. Und dieses Stress ist gut Mindset hilft Ihnen besser zu werden und zu lernen. Großartigerweise ist in der Evolution Stress bei uns dazu da, auch um zu lernen und besser zu werden. Ohne das würden wir wahrscheinlich auch nicht überleben und besser werden. Das heißt, das Stress ist gut, Mindset lädt uns ein, auch gemeinsam zu lernen, mit Kollegen, mit Kolleginnen und sagen, Mensch, ich habe hier ein Thema, kannst du mir nicht helfen? Wir sind soziale Wesen, soziale Ressource anzuzapfen. Wie habe ich es früher gemacht? Mensch, ich habe doch hier Fähigkeiten, ich habe eine Intelligenz, was sind meine eigenen Ressourcen? Das hilft Ihnen, das Stress ist gut, Mindset anzuzapfen. Ja, und letztlich DHEA auszuschütten, Cortisolspiegel zu senken und weniger gesundheitliche Probleme zu erleben. Nur über die Mindset-Veränderung. Und wenn Sie noch einen Schritt weitergehen bei diesem Leistungsfenster, das ist die sogenannte Jörgensen-Dobson-Kurve, Erregungszustand, geht nach rechts, nach oben. Hier die kognitive Leistungsfähigkeit geht von niedrig, mittel nach oben. Und wir kennen das vielleicht, wenn wir in der Sauna sind. Ja, da ist ein bisschen wenig los, ein bisschen Langeweile. Da ist die kognitive Leistungsfähigkeit überschaubar. Dann gibt es da rechts diese Panikzone, Land unter. Wer kennt das von Ihnen? Ja, wo ich nur so im Automatismusbetrieb unterwegs bin. Ist auch nicht so richtig das. Das, was wir wollen, ist in der Mitte aufgeregt, angeregt, fokussiert, energetisiert. Das ist dort, dort wollen wir möglichst viel Zeit verbringen. Keine Frage, wir sind manchmal da, wir sind oftmals da. Wie komme ich wieder zurück? Unter anderem über diese Mindset-Veränderung. Schaffe ich, ah, geil, das tut da, was ist da, was kann ich tun? Was habe ich für Möglichkeiten? Ja,
wenn wir Führen und Stress jetzt genau angucken, ich glaube, wir sind uns einig, ungesund ist die Dauer des Stresserlebens. Ohne Unterbrechung. Intensität ohne Unterbrechung, chronischer, starker Stress. Und dann noch dazu, dieses Stress-ist-tödlich-Mindset. Ja, wenn wir das so haben, das ist auf Dauer nichts. Sind wir uns da einig? Inwiefern können Sie daher sich selber, wenn Sie ehrlich sind, hinterfragen, inwiefern bin ich denn mit meinem Führungsverhalten ein negativer, dauerhafter, schwächender Stress für meine Leute? Weil ich bin einfach jeden Tag da. Also es könnte helfen, sich klarzumachen, diese Liste, ich will die gar nicht jetzt im Detail angehen, die Liste, das ist die Checkliste, wie Sie Ihre Leute garantiert langfristig ungesund machen. Die Frage ist daher, gesund führen, mit Stress möglich, ohne Stress möglich, was ist denn Ihr positiver Leadership-Beitrag? Machen Sie das Gegenteil. Das ist relativ einfach. Das ist auch keine Rocket Science. Wir haben es schon alles gehabt. Mindset-Veränderungen, Sinnangebote, Kontrolle ermöglichen, Kompetenzaufbau, nachhaltige Werte leben, Zugehörigkeit ermöglichen und so weiter und so fort. Dieser atmende Stress, es ist gar keine Frage, dass wir immer wieder Beanspruchungen erleben. Es ist nur die Frage, was machen Sie in dem Moment, wo Sie kurz eine Auszeit nehmen? Schauen Sie ins Internet? Schauen Sie ins Handy? Gehen Sie eine rauchen? Oder gehen Sie vielleicht gar zum Kollegen rüber und sagen, stell dir vor, was der Idiot gerade mit mir gemacht hat. Das steigert alles den Cortisolspiegel. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie atmenden Stress für sich selber sorgen und hier das Rollenvorbild für Ihre Leute sind und stattdessen sagen, Mensch, was hat denn gut geklappt? Erzähl mal, mit was bist du gerade zufrieden und darf ich dir mal erzählen, wo wir da was Gutes gelöst haben? Sie setzen die Themen. Energy goes where attention goes. Ein paar Anregungen zum Schluss. Können Sie mal bitte wieder Ihre drei Top-Werte aufschreiben. Sie in Ihrem Leben als Führungskraft, welche Werte leiten Sie? Schreiben Sie mal auf Ihren Zettel Ihre Top 3 Werte. Wer hat schon drei Werte? Niemand? Ein Wert? Fangen wir mal leicht an. Wer hat einen Wert schon aufgeschrieben? Niemand? Zwei Werte? Da? Okay. Weil wir langsam auf der Zielgerade sind. Die Werte, ich lasse Sie das deshalb aufschreiben, weil auch hier gibt es Forschungsergebnisse dazu, zum Thema Stress und Werte. Wenn Sie sich Zeit nehmen mögen, also nicht jetzt, aber im Nachgang vielleicht, in Ihrem Zimmerchen, müssen Sie sich überlegen, warum ist mir dieser Wert in meinem Leben wichtig? Wenn Sie sich überlegen und aufschreiben, ganz wichtig, aufschreiben. Wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Wert lebe? Aufschreiben. Und wenn Sie sich dann noch überlegen, was würde mir helfen im Alltag, mich an diese Werte zu erinnern? Ein Post-it, eine Postkarte, ein Bild, ein Stein, ist völlig egal, was Sie erinnert im Alltag, wenn Sie in eine anspruchsvolle Situation kommen, dann zeigt interessanterweise die Forschung, dass Sie wesentlich resilienter mit Stress umgehen können. 10 Minuten drüber schreiben ist eine super gute Investition in Ihren Umgang mit Stress. Ihre Werte kennen, drüber schreiben auf diese Fragen, hat eine Wirkung. Faszinierend. Also beachten Sie dann, was passiert, wenn Sie sich damit beschäftigt haben, in der nächsten Drucksituation an Ihre Werte zu denken. Was verändert sich? Ein zweiter Tipp für den Umgang, der auch für mich unerklärlich und faszinierend ist, das Üben bewusster Dankbarkeit. Wofür sind Sie dankbar? Was fällt Ihnen da spontan ein? Wofür sind Sie dankbar? Können Sie auch aufschreiben. Wofür bin ich eigentlich dankbar? Gutes Essen, dass wir hier Frieden haben, dass ich einen Job habe, dass ich gesund bin, dass meine Frau gesund ist.
mannigfaltig. Wofür sind Sie dankbar? Das aufschreiben. Nicht nur so im Kopf, ja, irgendwie viel. Super, was ich von Leben habe. Nee, aufschreiben. Und die Studien weisen darauf hin, dankbare Führungskräfte haben gesündere Mitarbeitende. Faszinierend. Und da sind wir wieder beim Rollenvorbild, beim Leuchtturm, den Sie ausmachen. Sie strahlen aus. Dankbare Führungskräfte haben gesündere Mitarbeitende. Faszinierend. Wenn Sie sich mit dem Stress ist gut Mindset so anfreunden wollen, dann reicht es nicht aus, nur vorher gesagt zu haben, ah ja, interessant, sondern dann, Sie kriegen die Folien im Nachgang auch, dann sollten Sie diesen 3-Schritt durchgehen. Und das Wesentliche bei diesem 3-Schritt ist, rechts zu schauen, wenn Sie in der stressvollen Situation sind, welche Werte sind gerade in Gefahr und auf was kann ich zurückgreifen, welche Ressourcen, damit ich hier das Ding als Herausforderung hinkriege. Und jetzt hat die Forschung herausgestellt, erzählen Sie anderen davon. Das macht einen Unterschied. Erzählen Sie anderen davon, es macht einen Unterschied. Was Sie da hinkriegt haben, was dadurch gelungen ist. Und so zum Schluss, wenn Sie das hier sehen, ich habe da den Bob-Kanal, diesen Flow-Kanal im Kopf, wenn ich das Bild sehe. Wer von Ihnen kennt Flow? Von Sport, manche kennen Flow ganz hinten. Ja. Die Geschichte hier bei Stress und Führung ist, wenn Sie die Rahmenbedingungen schaffen, so wie Sie vorher gesagt haben, dann könnten Sie mit den Mitarbeitern auch immer wieder dafür sorgen, dass sie in den Flow kommen. Das heißt, wenn Sie dafür sorgen können, dass zwischen Fähigkeiten und den Schwierigkeiten so dieser gelbe, ideale Flow-Kanal stattfindet, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen mit Leichtigkeit Leistung bringen. Und fürs Hirn wird es erfahren wie Urlaub. Wie machen Sie das? Flow kann entstehen bei zeitnahem Feedback, klaren Zielen, die Wichtigkeit der Tätigkeit herausarbeiten, sagen, du, das ist wichtig wegen dem und dem. Autonomie in dem, wie ich die Entscheidungen treffen kann und immer wieder Pausen, dieses atmender Stress. Dann stellt sich das recht schnell ein, dass Sie Leistung mit Leichtigkeit kriegen und Lernen passiert, und zwar hier oben. Das ist auch Stress, aber es ist dieses, es hilft mir, um besser zu werden, wirksam zu werden. Und da haben Sie als Führungskraft unglaublich Möglichkeiten, immer wieder kleine Einheiten, wo kann ich dich fordern, wo kann ich dich stressen, aber in der Weise, dass es dich besser macht. Nicht überfordern, das wäre hier, das wäre die Übererregung, Angst, sondern deine Kompetenz wahrnehmen und komm, ich traue dir das zu. Überleg mal, mach mal, geh mal an. Daher letztendlich die Frage an Sie hier zum Schluss. Führen Sie gesund in herausfordernden Zeiten, nach dem, was Sie von mir gehört haben? Führen Sie gesund? Yeah! Nutzen Sie Stress in gesunder Weise für sich selber, für andere? Das positive Stress-Mindset? Wie könnten Sie vielleicht, ich habe ja gesagt, Positive Leadership, kleine Verhaltensänderungen, große Wirkungen, vielleicht, wenn Sie nur Kleinigkeiten feintunen, wo könnten Sie ansetzen? Wo gibt es die ein oder andere Anregung? Also letztlich, wir haben damit angefangen, schaffen Sie einen gesunden Führungsmehrwert. Die Empirie, die Forschung, spricht eine eindeutige Sprache. Und wenn Sie hier vorher gesagt haben, ja, mache ich eh schon alles, Glückwunsch. Und trotzdem Niveau halten, ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Das waren Impulse zu gesund führen, ohne Stress nicht möglich. Die Antwort überlasse ich Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schön, dass ich hier sein durfte und Sie mit diesen Anregungen heute Abend noch, ja, hoffentlich auch ins Gespräch bringen. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Stäbler, für die spannenden Aussagen.